von Liebe. Um die immer gleiche Suche. Um die Sucht nach Superstars. Um Macht. Es fing an mit einer Party. Mit einer Party. Es fing an mit einer Party. Aber nun beugen Sie sich vor einem Kind armer Leute. Und sehr bald erfuhren sie, dass Herodes, der König, den sie aufgesucht hatten, mit seiner Macht ihm nachstellen würde und dass der Familie nur die Flucht und das Exil verblieben. Der neue König, den sie anbeteten, war ganz anders, als sie erwartet hatten. Запровадь до неба всі душі, а поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують твого милосердя. Ave Maria. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Heilsast du Maria, full nåder, drottinn med þér, blessuð ertu á meðal kvenna og blessaður er ávöxtur lífsins, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Es ist mir aufgefallen, dass er sehr schnell die Treppen heruntergegangen ist, für einen fast 80-Jährigen erstaunlich schnell. Er hat oben, würde ich sagen, vergessen, wenn ich mir das erlauben darf, ein bisschen so zu grüßen. Sein Vorgänger wäre da stehen geblieben und hätte erst mal eine halbe Minute lang so gegrüßt. Also das Zeremoniale kann er noch ein bisschen. Ja, er ist eben nicht der Mann, der das so, er ist viel sachlicher. Da sieht man, wie schnell er runtergegangen ist, wie schnell er hat auch versucht, in seiner Ansprache die Applause zu vermeiden, indem er weitergelesen hat. Er freut sich zwar darüber, hat ja auch einmal gesagt, wir werden das in den nächsten Tagen noch öfters hören, dass Benedetto, das fand ich sehr gut, dass er so eine Improvisation, außerdem ist er sehr von seinem Redetext abgewichen, inhaltlich okay, aber er ist ganz frei gewichen, dieser Text. Er hat nicht den Boden geküsst. Er hat nicht den Boden geküsst. Er wurde gefragt vor 4 Wochen. Thank you.
Schlüssel. I'm full of joy to see you here on the River of Rhine. As a freemagic who came from different parts of Germany and the whole world here to Cologne. You want to discover Jesus. To want to start to find each one of you and the whole communion the sign and the face of the Lord in this trip. As you, I am also making on the way to kneel down together with you in front of the White House. Where die reale Gegenwart des Erlösers der Welt erkennen. Gemeinsam werden wir dann über das Thema dieses Weltjugendtages, wir sind gekommen, um ihn anzubeten, meditieren. With great joy, I welcome you, dear people. Alleine gegessen haben. Das darf ich dem Bischof einmal vorwegschicken, den Speiseplan, den es gab. Es gab als Vorspeise einen Salat, als Hauptspeise eine Forelle mit Gemüse und Kartoffeln. Aber ich bin völlig falsch. Der Bischof, auf den Knopf drücken und dann korrigiert sich das. Die Jugendlichen haben ein Omelett mit vegetarischem Inhalt bekommen und der Papst sollte eine Forelle haben, die er aber nicht haben wollte, und er hat dann auch dieses vegetarische Essen genommen, denn die Forelle wäre für dieses Essen zum Sprechen zu kompliziert gewesen. Ich finde, das ist auch gerne betonen, denn es war für mich sehr beeindruckend, dass es so persönlich war. Es ging noch nicht genau um Weltjugendtag, es ging um Jugendliche und um uns persönlich. Er hat uns reingestellt zu unserem Hintergrund, wir haben uns vorgestellt. Alles war ganz angenehm und ganz locker, das war total schön. Gracias.
persönlich bin ich immer noch recht bewegt nach diesem wunderbaren Ereignis. Der Papst war sehr interessiert zu hören, wer wir als Personen sind. Und es ist wirklich sehr bewegend für mich, denn wir repräsentieren ja unsere Kontinente. Und ich hatte das Gefühl, dass er wirklich in mich als Person interessiert ist und auch in mein Land. Aber er war zunächst einmal interessiert in uns als Personen. Er wollte über unseren Glauben wissen, er wollte etwas wissen über unsere Familien, er wollte wirklich wissen, worum es uns persönlich geht. Und ich finde, es zeigt, dass er ein wahrhafter Mensch ist, ein menschlicher Papst. Angela Merkel. Margret Kellner und Peter Knöppel sowie Sabine Christiansen und Thomas Kausch. Bei der Union so, während Herr Schröder als Ministerpräsident war, dann kann das ja vielleicht richtig sein, aber... Viel Spaß für Herrn Schröder, wenn es umgeht. Deshalb habe ich aus Überzeugung die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe zusammengelegt, mit Ihnen gemeinsam. Also ich nicht, dass Sie mich, nicht, dass Sie mich, nicht, dass Sie mich, die jetzige Bundesregierung keine Möglichkeit dazu mehr bekommen hat. Ich kann nicht die Redezeitverteilung ist, das soll ja gerecht sein. Da hat die Frau Merkel 13 Minuten und 21 und der Herr Schröder 12 Minuten 55 auf dem Konto bisher. Das ist also ganz gerecht. Wir können doch nicht wirklich zufrieden sein mit der Lage im Land. Wir haben 5 Millionen Arbeitslose. Wir verlieren jeden Tag. Und wenn Sie auf die Frage keine Antwort finden, ja. Ich sehe keine in Ihrem Programm, dann wird es nicht passieren. Aber es wird sowieso nicht passieren, weil die jetzige Bundesregierung keine Möglichkeit dazu mehr bekommen hat. Sie haben 25 Milliarden für Ihre Ideen in der Gesundheitspolitik mit Ihrer Rücken- und Kopfpauschale, um die auch nur einigermaßen so zu organisieren, dass Menschen nicht die Lebensgrundlage genommen wird. Das kann alles nicht funktionieren, was Sie sagen. Und im Übrigen, das heißt, dass Sie zum Beispiel über Sie, dass wir dafür gesorgt haben, dass Deutschland in den letzten 3 Jahren Ich war 2002 in Toronto bereits beim Weltjugendtag. Ich las einen Artikel über einer der Mädchen, die mit Johannes Paul II. Ein Mittagessen eingenommen hat. Und sie hat über dieses Ereignis gesprochen. Und ich sagte, ach, es wäre ja wunderbar, wenn ich irgendwann einmal mit dem Papst zum Mittagessen könnte. Und ungefähr vor einem Monat einfach so, sagte unser Kardinal in Sydney zu mir, möchtest du mit dem Papst zum Mittagessen? Und ich sagte, natürlich möchte ich das. Das ist also eine Antwort auf ein Gebet. Ich finde, es ist eine Segnung für mich. Ich wollte ihn umarmen. Aber natürlich müssen wir Respekt zeigen. Aber er war einfach ein schöner Mensch. Als er in den Raum hineintrat,
habe ich gesagt, meine Güte, das ist so, als würde der Himmel die Erde berühren. Und ich habe gespürt, wie meine Seele sich erhob. Ich hatte Tränen in den Augen. Das Essen war also wirklich eine reine Freude. Aber wie meine Freundin hier schon gesagt hat, die Zeit ging sehr schnell vorbei. Und ich denke, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass wir unheimliches Glück gehabt haben. Und es war einfach eine Freude, mit dem Papst zu Mittag zu essen. Es war einfach ein einzigartiges Ereignis. Ich glaube, auch besonders beeindruckend ist diese tiefe Ruhe, die er ausstrahlt und ein wirklich sehr offenes Ohr hat, ein sehr guter Zuhörer ist und wirklich interessiert ist an dem, was die Jugend ihm zu sagen hat. Sie waren im tiefsten Sinne auf der Suche nach dem Recht, nach der Gerechtigkeit, die von Gott kommen musste, und wollten diesem König zu Diensten sein, sich ihm zu Füßen werfen und so selber denen, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit. Diesem Hunger und Durst waren sie mit ihrer Pilgerschaft gefolgt. Sie waren Pilger zur Gerechtigkeit, die sie von Gott erwarteten und in deren Dienst sie selber treten wollten. Sie wussten, dass die Welt in Unordnung war und deswegen war ihr Herz unruhig geblieben. Auch wenn die anderen Menschen, die zu Hause gebliebenen, sie für Phantasten und Träumer halten mochten. Sie waren durchaus Realisten und wussten, dass zur Änderung der Welt Macht gehört. Wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir miteinander leben? My first impression was he looked like Jesus. Well, I just felt his grace and his holiness. Excuse me. My first impression was I just wanted to hug him. He looked like a big, friendly teddy bear. And one thing that really I will always remember, he would always say, he said to me, make Jesus your number one. Make him your number one in your life, because if you make Jesus your number one in your life, everything in your life will go well. I'm just looking for maybe was that enough? That's cool.
know if I've ever been in English. I've been in English. Is English okay for you as well? What is it exactly that that the Catholic Church offers is different to what the rest of the world offers? Freedom to follow God with okay. I think the world we live in is so beautiful, but at times it can bring the youth down, bring them heaps of emptiness through sex, before marriage, drugs, and all that stuff. But with the Catholic Church, they give us the true sense of humanity, the true sense of sex. They give us so much freedom, but the youth in the world, they don't know what they're missing. They think, yeah, this is normal. But for me, before being Christian, I experienced a little bit of the world. I got hurt. Then I came back to the Catholic Church, and I realized that the Catholic Church has so much to offer. It was definitely addressed to the young people, and I think they were the right words for you. Danke schön. Schönen Jugendtag. Ja, danke. Wann wird das gesendet? Oh, wow. Gut, gut. Das ist cool. Das ist cool. Die Russen werden umgeworfen. Wie wollen wir miteinander leben? Und ich bin hier, ich weiß das sehr gut, in einem Land, das große Führer der Gewerkschaftsbewegung hervorgebracht hat. Und an einen, der mich sehr beeinflusst hat, erinnere ich mich sehr genau. Das ist jemand, der Willy Bleicher hieß. Einer der großen Arbeiterführer in unserem ganzen Land. Und ich habe ihn als jungen Menschen gefragt, was war das Motto deines Lebens? Und dann hat er mir gesagt, es gab eines, das ich immer durchgehalten habe. Unter Repressionen im Knast. Und das hieß, du sollst dich nie vor einem anderen Menschen bücken. Und darum geht es, meine Damen und Herren, darum geht es, wenn in diesem Land über Arbeitnehmerrechte, über die Frage geredet wird, wie wollen wir miteinander leben? Soll das weiter üblich sein, dass die Beschäftigten und ihre Vertreter auf gleicher Augenhöhe mit der anderen Seite über Arbeitsbedingungen reden? Oder wollen wir das verändern? Darum unter anderem geht es in diesem Land, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grund müssen wir uns wieder fragen, was ist denn der Schatz, was ist denn der Reichtum unseres Landes? Wir haben ganz wenig Bodenschätze. Deshalb sind der Reichtum und die Schätze unseres Landes die Menschen, die in diesem Land leben. Und wir? Und wir, die Politik, der Staat, hat die Aufgabe, durch Bildung dafür zu sorgen, dass diese Menschen in eine gute Situation kommen und dass sie in ihrem Leben das leisten können, was in ihnen steckt. Das heißt, die Schwachen fördern, aber auch die Starken fördern. Das heißt, akzeptieren, dass jeder Mensch anders ist, dass jeder Begabungen hat. Und deshalb dürfen wir nicht auf die Einheitsschule gehen, sondern deshalb müssen wir sagen, wir brauchen unterschiedliche Förderung. Aber nun beugen Sie sich vor einem Kind, arme Leute. Und sehr bald erfuhren Sie, dass Herodes, der König, den Sie aufgesucht hatten, mit seiner Macht ihm nachstellen würde und dass der Familie nur die Flucht und das Exil verblieben.
Der neue König, den sie anbeteten, war ganz anders, als sie erwartet hatten. So mussten sie lernen, dass Gott anders ist, als wir ihn gewöhnlich uns vorstellen. Und nun begann ihre innere Wanderung. Sie begann in dem Augenblick, in dem sie sich vor diesem Kind niederwarfen und es als den verheißenen König anerkannten. Für diese freudige Geste wussten sie innerlich, dass sie Thank you.